Hallo, hallo, ihr Menschen da draußen. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Deponia. Und heute bauen wir unseren tollen arealen Stromkehrer ein. Ha? Rinder in die Olsch. Und? Es hält. Ha, ich meine, natürlich hält es. Ja. Kinderspiel für einen Easy. Profi. Lemons, cool. Dann wollen wir mal. Oh, wie ein Kätzchen. Genau, wie ein Kätzchen. Mit Asthma. Ein cooles, explodierendes Asthma-Kätzchen. Oh. Ein cooles Explodierendes. Ein Hebel! Ein Hebel. Wow, was für eine Fahrt. Wo ich wohl gelandet bin? Hey, Moment mal. Das sieht hier genauso aus wie der Startpunkt. Nur, dass ich in die andere Richtung gucke. Mhm. Hm. Ist auch so, Sie müssen Kollege. Die Strecke symmetrisch angeordnet haben. Oder aber, ich bin im Kreis gefahren. Hm. Man weiß es nicht. Njong. Ich wusste, dass das passiert. Da steht, ich habe noch nicht genug Schrott geladen, um die Weichen zu verstellen. Hm, okay. Na, nicht so wild. Ohne Goal kann ich hier eh nicht weg. Das ist natürlich true. Da können wir jetzt auch nicht rein. Ja, ist klar. Egal. Wir können hier diesen Hebel drücken. Und diesen Knopf. Oha. Oha, es ist tatsächlich ein Geheimgang. Wohin der wohl führt? Ganz groß. Super geil. So, wir gehen jetzt hier hin. Ja. Können wir jetzt natürlich dann sagen, wir wischen mit dem ganz dreckigen Lappen seinen Schnaps ab. Ja. Weil wir es können. Quatsch, Quatsch, Quatsch. Abgewischt. Sauber. Jetzt habe ich einen Lappen mit Alkohol. So. Supergeil. Hallo. Kommst du öfter hierher? Nicht fallen lassen, okay? Nicht fallen lassen, okay? Okay. Das müssen wir dann wieder wahrscheinlich hochtun. Den Typ. Da wollte ich nicht rein. Ich wollte eigentlich darüber. Aber das leuchtet nicht mehr. Ah, ich weiß schon. Ich habe das Rätsel durchschaut. Aber, warte, wo brauchen wir den Schlüssel? Da vielleicht? Drin? Schlüssel? Ja, sieht gut aus. Endlich unser Achtkanter. Nice. Super geil. Wir brauchen das. Egal. Wir gehen da jetzt rüber. Können das jetzt aufmachen, weil wir einen Achtkanter haben. Und vorher bauen wir das noch aus. Dann nehmen wir uns die Sicherung, die wir dann, by the way, auch einbauen können beim Kran. Nehmen sowas. Mal gucken. Wenn ich den Stromumkehrer hier einsetze, verhält sich das Signal genau umgekehrt zur Signallampe. Super geil. Exzellent. Wir sind smarte Menschen. Und jetzt tun wir die Mindbike-Lampe da rein. Und dann können wir den Hebel nochmal aktivieren. Und dann sind wir vielleicht in der Lage, im Tunnel zu sehen. Super geil. Oh nein, nicht schon wieder hier. Obwohl, eigentlich könnten wir hier jetzt losfahren. Mein Bike. Losfahren. Jo. Yippie! Schon wieder der Hebel. Ah, okay. Ja, wir brauchen nicht fahren, wir einfach reingehen. Absteigen. Das heißt, so, wir haben ja jetzt da Licht drin. Oder? Das grelle Licht stabilisiert die Schallwelle. Ich kann im Dunkeln sehen. Ah! Supergeil. Okay, wir haben die Flasche und den Hebel. Da fliegt eine Glühbirne. Super. Okay. Okay. Also, wir können sagen, Hebel kombiniere mit Weichenstellkasten. Dann können wir sagen, wir müssen natürlich auch umstellen. Dann können wir nämlich Goal in der Theorie schon abholen. Wenn uns da nichts. Also,
wenn es geht halt. wenn uns da nichts im Weg steht. Nicht absteigen, losfahren. Hä? Lul. Losfahren. Rufus. Passt. Okay, nice. Supergeil. Jetzt gehen wir in den Kran und hauen rein die Sicherung. Super. Nice. Jetzt das wird ein Kinderspiel. Ready? Go! Okay. Ich vertraue dir. Mist. Verdammt. Was ist denn los? Ich bin doch sonst so lässig. Das sind bestimmt diese Minengase. Wie hält Doc das nur aus? Oh, am besten frage ich ihn mal. Am besten frage ich ihn mal. Na gut, nun moin Doc. Moin Doc. Hallo. Hm? Oh. Hallo. Nochmal, ich habe noch mehr interessant immer hier. Ich bin doch so unruhig. Man. Sieh dich doch nur an. Die Hände, die Augen, die Frisur. Hä? Du solltest etwas dagegen unternehmen. Unrast ist des Bastlers Tod. Wenn ich unruhig bin, dann meditiere ich immer. Meditiere? Ja. Probier's einfach mal aus. Also, leg dein Bein hinter den Kopf und fixiere einen Punkt am Horizont. Warte, ich mach's dir vor. Lass ihn einfach auf dich wirken. Ha, jetzt haben wir seinen Schnaps. Was ist denn los? Du fixierst ja gar ich fixiere schon. Gut so. Oh. Siehst du, wie alles schärfer wird und die Farben kräftiger? Ich habe diesen blauen Mast dort fixiert. Nun lasse ich meine Augen nach Osten wandern, bis ich etwas Rotes sehe. Jetzt geht es weiter nach Süden. Und dann in gerader Linie zu diesem gelben Ding da. Und dann schließlich, ich bin ja schon ganz vertranced. Auf jeden Fall musst du der Welt dann mitteilen, wer du bist. Ich bin ein Floß. Dann trinkst du noch ein Stück Anschließend Schlaps. Anschließend nehme ich noch einen tiefen Schluck aus meinem Flachmann und schon bin ich ganz relaxed. Alles super verstanden? Geil. Okay. Ja, alles verstanden auf jeden Fall. Ich kenne mich schon aus. Zur Gurve. Wir gehen da rauf in den Kran. Hey, zum Kran. Dann, wir brauchen ein Bein hinterm Kopf. Check. Ich wusste es immer. Man braucht kein Yoga, wenn man Erfindungsreichtum hat. Ist so. True Story, Bro. Und jetzt Bein hinterm Kopf. Check. Check. Horizont fixieren. Check. Check. Und los. Pimum. Ich bin ein Mum. Mumzui. Mum. Was können wir schreiben? Mumai. Ein Mumai. Mumeo. Ein Mumpi? Ein Mulup? Ein Mumpi können wir. Mumpi! Ein Mumpi! Und nun? Alkohol. Supergeil. Oh, ich glaube, es funktioniert. Ich glaube, es funktioniert. Fummel von Dank. Auf geht's. Toller Jager. Toller Jager. Supergeil. Okay, jetzt können wir. Supergeil. Okay. Ja, Rufus, hast du gut gemacht. Machen wir, jetzt können wir wieder mit dem nach oben gehen. Festhalten, Chat von der Fahrt. Ja, festhalten, Schätzchen. Jetzt fahren wir wieder mit meinem Bike eine Runde. Geht einfach ganz langsam. Okay, steig ein, Rufus. Wir fahren. Okay.
Jetzt müssen wir da nochmal losfahren, dass wir wieder in die Station raufkommen. Okay, Schalter. Ja. Ach, du bringst ganz schön was auf die Waage, Mädel. Und ich dachte, du hättest dich extra schwer gemacht, als ich dich vorhin den Hang hochgeschleift habe. Aber egal, die Kontrollen sind frei und ich habe einen Schaltplan. Das sollte ein Selbstgänger werden. Okay, das ist jetzt ziemlich schwer. Wir können da die Weichen umstellen, die grünen Weichen. Ja? Wir können die roten Weichen umstellen. Ja? Und dann können wir quasi die eine Ampel da mehr oder weniger umstellen auf, ich weiß nicht worauf, genau wie das dann stellen. Aber wir können hier einiges machen und wenn wir dann fahren, dann sieht das dann so aus. Wow! Und wir sind schon wieder falsch gefahren. Das heißt, wir müssen ganz unten, rechts unten rauskommen. Das ist unser Ziel. Also, wenn wir auf so eine Ding kommen, auf so eine Druckplatte, dann werden je nachdem die Weichen umgestellt. Wir fahren also hier erstmal rein. Also, wie kommen wir hier an? Wir müssen ja immer rückwärts denken. Eigentlich kommen wir nur durch dieses Looping oder durch da irgendwo. Ja? Aber gehen wir an, nehmen wir an, wir müssen das Looping nehmen. Ist echt viel zum Überlegen im Prinzip. Dann müssten die roten nach oben zeigen? Hä? Wenn die nach oben zeigt, wo führt die dann hin? Okay. Ja, wir fahren jetzt wieder zurück. In jedem außer einem Fall, glaube ich, fährt man wieder zum Anfang zurück. Was ist eigentlich das? Dieser Abstand. Das ist ein Tunnel oder was? Okay, der ist egal scheinbar. Ja, ja. Kann man das überspringen irgendwie? Wir könnten auf jeden Fall mal grün umstellen. Dann würde er hier fahren. Dann da runter. Dann wieder zurück, oder? In der Theorie schon. Okay, da kann er gar nicht runter, weil es... okay. Egal. Aber ich glaube, wir müssen schon mal auf gelb... Wenn wir auf gelb reinfahren, dann können wir nur hier und dann... vielleicht das Looping hier nehmen. Wenn wir rot umstellen, dann müssten wir theoretisch das Looping nehmen. Oder? Ja, dann müssten wir vielleicht hier oben, ja. Die grüne Weiche müssen wir vielleicht umstellen. Nehmen wir hier dieses Looping, die grüne Weiche vielleicht umstellen. Also diese Weiche hier vielleicht umstellen auf, weiß ich nicht was. Wir stellen sie um auf Rot. So, jetzt sollte alles stimmen. Lolzen. Sagst du nun, Schätzchen? Nippe, 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 nippe. Oh, Rufus, du bist wirklich der Größte. Wie wahr, wie wahr. Aber wenn dir das schon gefallen hat, dann pass mal auf. Lolzen. Schau mal, die Gleise sind noch ganz warm. Was? Hast du etwa schon eins von diesen neuen Infrarotvisieren bekommen? Nein. Mein Bartsonar schlägt Alarm. Sie müssen ganz in der Nähe sein. Dann schicke ich mal schnell ein Helmfax an den Amtmann. Ihr verarscht mich, stimmt's? Ruhe grad mal. Mein Schulterseismograph schlägt aus. Stimmt, ich messe auch etwas. Die Jungs? Seltsam. Laut meinem Schuhsohlenbarometer ist der Bodendruck unverändert. Mein Sockenspektrometer rechnet noch. Jungs, es kann schon mal kein Erdbeben sein. Warte. Mein Kniescheiben-Ultraschall registriert seltsame Laute von... Schade, jetzt haben wir es richtig gemacht. Sogar... Oh, second try ist ja voll nice. Der stellt dann nämlich die rote Weiche um. Dann fahren wir runter.
Und dann sind wir da. Super geil. Ich bin einfach ein Genie. Hey, ich lebe noch. Hey, so schnell ich lebe kriegt noch. Man mich nicht klein. Man nennt ihn Rufus. Bam, bam, bam. Bop, man nennt ihn Rufus. Bop, bop, bop. Rufus, Rufus. Badabab. Boah, und was für ein Ausblick. Super geiler Ausblick. Aufstiegsstation. Ich habe es mal wieder geschafft. Oh siehst ja, Porta Fisco. Upsi, ich sollte dich wohl lieber irgendwo hinbringen, wo du es gemütlich hast. Oder ist es Porta Fisco? Hm? Gott sei Dank geht es von hier aus nur noch bergab. Na, willst du lieber langweilig getragen werden oder die viel lustigere, schnelle Variante? Ja! Ja! Historiker streiten, was wohl auf den Seiten geschrieben stand, die hier im Folgenden fehlen. Und wo all die Schrammen und Beulen herkamen, von denen Goals Zeitzeugen hernach erzählen. Ist ja eh nicht der Punkt, denn schließlich war's ihm gelungen, sie weitestgehend unverletzt zum Treffpunkt zu bringen und das ohne auf Lohn zu bestehen. Von der Belohnung mal abgesehen, doch jetzt heißt es Hussa auf gutes Gelingen. Hussa auf gutes Gelingen. Da 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 da. Ich entschuldige mich hiermit offiziell für diese Schandtat. Okay. Hier liegst du erst einmal sicher. Jetzt muss nur noch dein Verlobter auftauchen. Genau. Ach. Dieser Klitis ist ein echter Glückspilz. Ich hoffe, er hält sein Versprechen. So, und jetzt heißt es warten. Am besten suche ich nach einem Weg auf die Plattform oben auf der Spitze des Turms. Von da aus hätte ich den perfekten Überblick. Jo, hätte ich auch gesagt. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Das war's für diese Folge. Wir schauen uns in der nächsten Folge hier um. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.